Die Wirtschaft der 19 Länder der Eurozone ist von April bis Juni um 12,1% gegenüber dem vorherigen Quartal geschrumpft, der größte Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Zuge der Corona-Krise haben viele Unternehmen dicht gemacht, der Konsum ist stark eingebrochen. In nur 5 Monaten hat das Virus Jahre des Wachstums zunichte gemacht. Je länger die Einschränkungen dauern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft nachhaltig geschädigt wird. Spanien hat es besonders schwer erwischt. Corona kostete im zweiten Quartal mehr als 1 Million Arbeitsplätze, vor allem im Dienstleistungssektor und im Tourismus. Spanien ist eines der Länder, die am meisten auf das europäische Sonderkonjunkturprogramm angewiesen sind. Mit dem besonders starken Rückgang von 18,5% ist in Spanien mit einem anhaltenden Einbruch zu rechnen. Deutschland, Frankreich und Italien weisen einen ähnlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zwischen 10% und 14% auf. Kein Land ist den Auswirkungen der Pandemie entgangen. Seit Ende April beginnt die Wirtschaft der Eurozone wieder zu wachsen. Jüngste Daten zeigen eine Erholung der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion. Das hängt hauptsächlich mit der Wiedereröffnung von Geschäften und Fabriken zusammen. Sicherlich sind die Sperrmaßnahmen nach dem Mai ganz erheblich gelockert worden. Wir werden also bereits im nächsten Quartal eine gewisse Erholung sehen, aber ich fürchte, dass die Erholung insgesamt nicht anhalten wird. Es wird ein langer und schmerzhafter Prozess sein. Einige Sektoren werden viele, viele Jahre lang leiden. Der schwierige Teil dieser Erholung wird jetzt beginnen. Zunächst einmal erhöht der Anstieg von Covid-19-Fällen das Risiko neuerlicher Einschränkungen. Die Arbeitslosigkeit wird steigen, Firmenpleiten und Insolvenzen sowie eine schwache Investitionstätigkeit könnten die Wirtschaft weiter einbrechen lassen.